Wow, hier sind wir wieder in Paper Mario The Thousand Year Door. Wir haben den Täter gefunden. Es war in Wahrheit Rumpel, der sich als einen der Passagiere verkleidet hat und uns alle in die Luft sprengen wollte. Wir haben ihn aber noch erwischt und erledigen können. Jetzt sind wir gelandet bei Tulpenbach. Hier sollen wir nämlich kurz zwischenhalten, wurde uns gesagt. Warum, wissen wir nicht genau. Eisenbahnen sind toll. Eines Tages möchte ich auch eine fahren. So sehr gefallen dir also Eisenbahn, Junge? Ja, das hat er doch schon öfter gesagt, dachte ich. Es gibt ein großes Problem. Hör zu, Mario. Irgendein Finsterling hat die Zugbrücke geöffnet. Wir können nicht abfahren. Oh, deswegen müssen wir stoppen. Eine Unmenge finsterer kleiner Kerle ist in den Bahnhof eingedrungen. Im Keller ist der Raum, in dem sich der Schalter für die Zugbrücke befindet. Den scheinen diese Typen betätigt zu haben. Aber da der Schalter schon so lange außer Betrieb ist, kennt ihn keiner so genau. Und ich müsste auch die Fahrgäste informieren. Aber du kannst diesen Schalter doch bestimmt finden, Mario. Oder? Nee, wie soll ich den denn finden? Ich bin nur ein einfacher Klempner. Oh nein, ich bin erledigt! Nein, hey. Was, was denn doch suchen? Ja, war nur ein Scherz. Oh, wirklich, vielen Dank. Bitteschön, hier ist der Schlüssel. Der Bahnhofschlüssel. Nee, eigener Schlüssel heißt der. Okay. Viel Glück, Mario! Danke, Mann. Wie bist du hierher gekommen? Hey, Jungspund, keiner Kampfcoach, was soll ich tun? Eigentlich schon, aber jetzt erstmal nicht. Na gut, wie du meinst. Die Luft wird schlecht, wenn man so lange in diesem Abteil sitzt. Ich vertrete mir etwas die Beine und hole mir Appetit für das Abendessen. Ja, okay, solange ihr alle was zu tun habt, ist es ja ganz gut. Ich wurde geheilt. Glaube ich. Hatte, glaube ich, nicht vorher 20 Leben. Glaube ich, war vorher angeschlagen, aber passt schon. Was haben wir denn hier alles? Kann man hier was mitnehmen? Man kann interagieren, okay, aber sonst ist da nichts. Na gut. Luigi, dieser Verbrecher war kein Doppelgänger von Stati. Er war ein Gespenst mit einem weißen Laken. Wir waren nur einen Moment unachtsam und dann ist er uns entwischt. Übrigens, er hat etwas von einer Brunhilde erzählt. Ja, ich habe das Gefühl, die werden wir gleich sehen. Willkommen in Tulpenbach! Der Zug hält hier, um die Tanks zu füllen. Früher gab es unter der Zugbrücke einen wunderschönen Fluss, aber jetzt ist er ausgetrocknet und die Brücke ist nur noch zur Zierde da. Oh. Na gut. Machen wir unseren Job. Und hauen wir schnellstens wieder ab. Ich mag diesen Ort hier nicht so. Er ist irgendwie unheimlich. Wie kommen wir denn da oben dran? Hey, runter da! Nee. Es hört nicht auf uns. Verdammt. Lift zum Zugbrückenschalterraum. Das ist ein langes Wort. Bitte den Liftschlüssel zurück ins Kellerbüro bringen. Hier? Ja. Scheinbar. Bis zum Wanted überall. Oh, da können wir rein. Ich bin fast vergessen, dass wir diese Fähigkeit überhaupt haben. Oder auch ein. So ruhig. Zu ruhig. Okay, einen grünen Schlüssel haben wir nicht. Warum fehlt hier eine Stufe? Das sieht verdächtig aus. Okay, aber was würde das helfen, wenn da noch eine weitere Stufe wäre, ne? Eigentlich ja nichts. Kommen wir hier hoch? Ja, können wir. Maschinenraum. Wir müssen gleich nach oben, wir müssen ja nach unten, aber... Ich meine, jetzt bin ich gerade schon oben. Jetzt will ich mich ja auch umschauen. Hilfe! Haben wir gegen ihn schon mal gekämpft? Ich will sagen, ja. Aber um sicher zu gehen, kämpfe ich nochmal gegen ihn. Bam! Oh, neue Musik! So eine Swing-Musik hier. Auch nice. Nee, gegen die haben wir natürlich noch nicht gekämpft. Okay, krass, weil die kennen wir ja schon aus dem ersten Paper Mario. Aus dieser Wolkenwelt. Tada. Das ist ein Schniffi. Die Schniffis sind übrigens mit den Stratox eng verwandt. Ach so, das sind keine Stratox, okay. Aber du wirst sie doch sicher nicht verwechseln, oder? Das ist der gleiche Sprite, aber egal. 7 KP für Angriff, keine Verteidigung. Schniffis greifen frontal an oder sie benutzen Elektroattacken.
Nachdem sie sich aufgeladen haben, solltest du sie nicht mehr direkt angreifen. Außerdem laden sie sich auf, wenn du sie mit Elektroattacken angreifst, also lass es lieber. Verstehe. Gut, wie schmeckt euch denn eine leckere Feuerblume, ha? Vergnies! Seine vordere Zunge schon mal down. Boah! Er dasht auf uns zu und er? Wir haben minus 3 Verteidigung. Gar nicht gut. Hätte ich jetzt gesagt, wenn der Kampf nicht super einfach wäre und schon vorbei ist. Also, Angriff. Ja, machen wir mit dem Sprung. Machen wir mit dem Sprung. Juhu! Juhu! Ah, XP müssen wir sowieso noch sammeln. Wir haben ja, also ich habe ja sehr, sehr viel geplant mit meinen Ordenpunkten. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Und hey! Unser Zauber wirkt! Doppelte Blut! Zauber verdreifacht Münzen. Oh, schön. Schön. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig machen. Sollen wir uns das mal anschauen? Mhm. Zack. Nein. Eins. Nee, was? Ich verstehe noch nicht ganz. Zack. Dann dreht sich nochmal. Jetzt. 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 Nein. Okay, man muss nochmal zurückspringen, glaube ich. Das ist nicht ganz einfach. Versuchen wir es nochmal. Okay, der täuscht jetzt hier an, ne? Der täuscht an. Ja. Jetzt macht er richtig. Ja. Ja. Als ob ich zu weit gesprungen bin. Komm schon. Spiel. Also wirklich? Ah, jetzt wäre es gewesen. Na, okay, warte mal kurz. Ich hoffe, ihr habt schon ein Like da gelassen. Wow. Comprida springt mit. Mann! Jetzt aber. Nein. So. Nein. Mann, ich hab's einfach nicht drauf. Ich bin jetzt schon so oft runtergefallen. Okay. Vorsichtig springen. So. So. Jetzt rüber, rüber, rüber. Nein! Das kann doch nicht so sein. Hallo, TikTok. Tower in Mario 64, wie immer es hieß. TikTok-Clock, glaube ich. Komm schon, das hatte ich drauf. Das ist einer der wenigen Welten, die ich richtig gut drauf hatte. Und jetzt versage ich hier? Ja, geht doch. Da wollen wir mal runterkriechen, würde ich sagen. Jump. Und hier ist ein Block. Ein Item, ein Eishauch. Warum nicht? Kann uns nicht schaden. Können wir da hoch? Kann man hier irgendwie hoch? Sternsplitter? Nett. Hilfe. Okay. Jump'n'Run. Ich sehe es schon. Okay. Yahoo! Okay, da holen wir mit Kupio den Schlüssel, würde ich sagen. Ist einfacher, als wenn wir jetzt so rüberfliegen. Oh, er wird aber immer wieder weggekickt von diesem Ding. Aber nichts. Nicht schlimm für uns. Ist kein Problem für uns. Was ist denn hier oben? Okay, keine Ahnung. Aber ist auch nicht schlimm, ist auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass wir alles haben und abhauen können. Wie gesagt, ich finde das voll cool, dass man Kupio öfter benutzt. Das ist auf jeden Fall besser als bei anderen Charakteren wie Irona, die kaum benutzt wird. Oder ja, Yoshi wurde jetzt auch schon länger nicht mehr benutzt. Wenn ich ehrlich bin. Schon ein bisschen seltsam. Okay, wir sollen ja eigentlich nach unten. Aber ich will mich erstmal nochmal umschauen. Warte mal, was? Speichern? Wieso? Hä? Was kommt denn jetzt bitte? Gegner? Okay, warte, stopp. Soll ich hier noch nicht lang? Geht's hier weiter? Ich dachte, da unten geht's weiter. Okay, andererseits, ich habe den Fahrstuhl noch nicht ausprobiert. Vielleicht funktioniert der auch einfach gar nicht und man muss hier weiter lang. Testen wir den mal. Testen wir ihn erstmal. Ob es überhaupt geht. Lass uns nach dem Liftschlüssel suchen. Wir haben den doch.
Nicht? Nee. Hä, ja, aber ich hatte doch einen Schlüssel gehabt. Hä? Der eine Tod hat mir doch einen Schlüssel gegeben, oder war der für was anderes? Oder haben wir ihn schon benutzt? Ich meine, den haben wir noch nicht benutzt. Hm. Seltsam. Okay, dann geht's hier wohl weiter. Alles richtig gemacht. Vor allem, wenn wir diese Pockys zerstören. Und leider habe ich vergessen, jetzt Kumpina rauszuholen. No. No way. Hol mal Kumpina. Die muss uns alles erzählen. Nein! Daneben! Daneben gegriffen. Oh Mann. Komplett verschwendet die Runde. Absolut verschwendet. Das sind Zombie-Pockys! Was zur Hölle? Gumbrina! Sag mir bitte was! Was ist das? Ja, du hast verrecht! Das ist ein Faulpocky! Faulpocky ist eine Art giftige Pocky-Art! Ja, 8 KP für Angriff, keine Verteidigung! Wenn sie dich vergiften, sinkt deine KP langsam ab! Also, das sind wirklich ziemlich fiese Typen! Abgesehen davon haben die Stacheln, deshalb kannst du nicht auf sie springen! Und du sollst dich nicht von ihrem Lächeln täuschen lassen! Ja, die können ihre Freunde rufen, als wären sie Zombies. Gar nicht gut. Machen wir den Wirbelschlag, oder? Andererseits, wenn wir unsere Star-Points schon mal aufgefüllt haben, machen wir mal den Power-Ring. Wahoo! Ich bin zwar nicht gut damit, überhaupt nicht, aber kann einiges an Damage machen, wenn man den richtig benutzen tut. Nein! Ja! Oh mein Gott! Ich werde das nie wieder benutzen, glaube ich. Es ist so schlimm, damit zu steuern. Das ist so schlimm. Oh Mann. Wenn das langsamer wäre und man so ein paar Sekunden mehr Zeit hätte, wäre das geil. Apropos geil. Geil, dass ich das hier gefunden habe. Schaut mal. Ein Secret! KP plus Orden. Stimmt, oben war ja auch noch ein Orden, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man da hinkommt. Tut mir leid, ich weiß nicht. Warte, warte, was? Man kann hier runter? Wo bin ich? Hä? Hallo? Hier ist nichts. Warte, ist hier nichts? Nee, scheinbar nicht. Scheint wirklich nichts zu sein. Mann, ich will doch nicht gegen euch Lappen kämpfen. Ihr denkt auch jetzt etwas Besseres, oder? Besser weg hier, würde ich sagen. Ich kann mir doch nur anschauen, was hier so verbirgt vor mir. Ein Item, wo ich keinen Platz habe. Oh, So ein Pech, aber auch. Machen wir ein Eishauch weg. Das ist eh nicht so krass. Es geht. Würde ich sagen. Oh. Aber trotzdem gut, dass wir noch was gefunden haben, dass wir runtergefallen sind. Was, sonst ist hier nichts? Warte mal, warum sind wir überhaupt hier? Warum sind wir überhaupt hier? Wenn hier nichts ist, kannst du bitte abhauen? Du nervst ein wenig, Kollege. Hau mal ab, bitte. Ja? Geht das? Dein Schädel rein! Wenn du einen hast, hat er einen Schädel? Keine Ahnung. Das ist eine Münze? Nein. Nein, 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 nein. Ja, ich wollte schon sagen. Ein Donnerzorn. Viel besser als den Eisrauch. Oder sowas waren. Okay. Hauen wir wieder ab. Hier scheint ja nichts anderes zu sein. Hä? Nee, warte mal, das kann nicht sein. Hier muss ich doch noch irgendwas. Hier muss ich doch noch irgendwas befinden. Warum sonst sollten wir hier rausgegangen sein? Wir sind nicht zum Spaß hier. Habt ihr das verstanden? Alter, die taken ja wirklich viel. Nee, ich mache einfach keinen Schaden, glaube ich. Hä? Wieso ist das so ein Schatten vor, so ein Nebel vor Mario? Okay. Kraft alle Gegner mit Flammen an und setzt sie in Brand. Machen wir das. B, B, X, A, A. 6 Schaden, genau. Perfekt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Können wir das mitnehmen? Nee. Ich war mir überlegen, vielleicht meinen Sirup jetzt schon zu trinken, aber lasse ich es erstmal lieber.
gibt's hier nichts? Warte mal, einer dieser Gulli-Dinger. Mann! Also was ich sagen wollte, einer dieser Gulli-Dinger könnte doch vielleicht anders aussehen, dass man so reinrutschen kann. Da ist hier vielleicht irgendwas? Sie sieht so verdächtig aus, hier muss doch irgendwas sein. Aha. 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 Ja. Ich hab's mir schon gedacht. Es wäre unnötig gewesen, wenn wir hier lang gegangen wären, ne? Ich glaube, das war schon richtig. Und nein, schau mal, wie wir hier haben. Die Viecher. Die kann ich gar nicht ab. Ja, dem machen wir auch kaum Schaden. Warte, die haben wir noch nicht gescannt? Sag bloß. Als ob wir noch nicht gescannt haben. Na gut. Das ist ein Parapickelkäfer. Parapickelkäfer sind Käfer mit Flügeln und Stacheln. 5 KP, 3 Angriff, 4 Verteidigung. Genau wie normale Käfer. Auch Feuer und Bomben sind hier wirkungslos. Genau wie bei normalen Käfern. Da ist es umso gemeiner, dass die Parapickelkäfer auch noch fliegen können und einen Stachel haben. Wahrscheinlich solltest du sie am ehesten mit Items und Sternen angreifen. Am besten sollte ich am ehesten hier auch abhauen, glaube ich. Njong. Sieht das? Hallo? Sieht das so, gegen die zu kämpfen? Ich glaube ja wohl kaum. Reicht schon. Hier kann man runterrutschen. Schnell! Wow! Worauf habe ich mich eingelassen? Okay. Ich kann springen. Okay. Das ist in Ordnung. Okay, da will ich nicht runterfallen. Das ist ein Rückweg. Ah, so ein langsamer Rückweg, wie man sieht. Rüberspringen? Ich da rein? Ich tue halt gar nichts, ne? Nein! Oh mein Gott! Wo bin ich? Ess ihn! Nom nom! Was zur Hölle? Wieso warten die auf mich? Wo bin ich hier? Hallo! Das ist gar nicht gut für uns. Wie muss er durch? Nein! Ich muss da durch, irgendwie. Okay, wir müssen hier abhauen. Ich will den Kampf nicht machen. Oh Gott. Okay. Okay. Und weg. Boing. Ich liebe diesen Mario World Sound. Das ist das reinste Labyrinth. Wir müssen uns den Weg merken, damit wir uns nicht verlaufen. Ja, ich schätze, da ist dann Punkt. Gesetzt. Hier runter? Ja? Springen? Ja, zum Orden. Genau, habe ich mir gemerkt, dass hier noch ein Orden war. Ah, plus V minus Orden. Erhöht die Angriffskraft um 1, senkt die Verteidigung um 1. Ja, okay. Theoretisch, was er machen könnte, ist, alle von diesen stärkt Angriff-Orden zusammentun und dann musst du einfach nur aufpassen, dass du dich direkt beim nächsten Hit stirbst. Aber. Könntest so viel Damage immer machen. Hey, was zur Hölle? Hä? Ich konnte mich da nicht entscheiden, ob ich nach links oder rechts wollte. Okay, hier drückt halt gar nichts. Und hier bin ich richtig. Superpilz. Den ich nicht benutzen darf? Fress ihn. Ja. Puh, Kupio? Warum hast du nur 15 Leben? Du hast 25? 30? Das ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Ja, dann ist sie den halt. Besser als wenn ich den jetzt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das gut war. Egal. Wir haben es durchgeschafft. Gott sei Dank. Ja, okay, wir haben viele Münzen vielleicht noch übersehen dort. Aber das sind ja nur standardmäßige, normale Münzen. Nichts großartig Besonderes. Apropos besonders. Sieht nicht so besonders aus, als könnte ich da rein. Es sei denn, ich habe hier irgendwo einen Schlüssel. Warte mal, was ist das hier eigentlich? Kann man die schieben oder so? Warum sind die normale Gumbas? Haut mal ab. Hä? Was zum... Oh. Ja, das sind wirklich normale Gumbas. Erkennt ihr daran, dass ich die einfach so kaputt schlagen kann.
Wow. 3, 10, 1. Willst du jetzt Mathe machen, oder was? Bitte nicht. Hallo? Knopf? Knopf will nicht? Ich mach mal den Zehner. 1, 3, 10, 1. Oh! Okay. Ach, muss man die immer so oft drücken, wie das steht? Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was das gerade für ein Rätsel war. Ich habe einfach gemacht, ja. Ich habe einfach gemacht. Genauso wie ich mir auch einfach die Insignie geholt habe. Und ja, ich weiß, dass Merlon, auf jeden Fall hat er gesagt, dass wir nochmal zurückgehen müssen zu Chapter 1 und uns da was holen sollen. Keine Sorge, ich habe mal vor, das zu tun. Macht es einfach nach dem Chapter. Ich habe es tatsächlich vergessen, aber es ist mir wieder eingefallen. Deshalb werde ich das direkt nachholen, sobald wir durch sind. So sieht's aus. Und es sieht aus, als würden wir wieder was Geiles bekommen. Und zwar rote Schuhe, die Ultrastiefel. Was sind so Ultra an denen? Ah, hi, ich bin Solet. Du kennst mich ja schon. Der Held Ultrastiefel, herzlichen Glückwunsch. Dann wird deine Angriffskraft beim Sprung nochmals erhöht. Außerdem kannst du eine neue Sprungtechnik anwenden. Probieren wir es. Das ist etwas schwierig, aber du schaffst das schon. Wenn du A gedrückt hältst und den linken Stick drehst, gehst du tief in die Hocke. Lass A los, führst einen Ultrasprung aus. Lass A erst los, wenn du genug gedreht hast. Okay. Oh, du kannst auch festhalten an den Rohren. Mit dem Ultrasprung kannst du Rohre erreichen, die hoch über deinem Kopf hängen. Dann kannst du auch entlang hangeln. Und mit B lässt sich wieder fallen. Nice. Großartig, das war super. Hast du dich schon im Griff? Ich bin perfekt im Griff. Okay, das ist sehr, sehr gut. Du kannst in höher gelegene Objekte und Blöcke springen. Und wenn du von unten auf eine Plattform springst, kannst du jemanden da runterschubsen. Ah. Und noch was, du kannst den Ultrasprung auch im Kampf benutzen. Bis bald, viel Glück. Danke, Dodette. Wow. Jetzt haben wir schon unser zweites Upgrade für Stiefel. Kriegen wir vielleicht noch ein zweites Upgrade für unseren Hammer? Das wäre natürlich auch noch nice, ne? Apropos Hammer, ich habe immer noch diesen Sound an. Aber ich kann mich dann nicht bewegen. Und ich tue mir weh. Also nein, ich tue mir nicht wirklich weh, aber es sieht so aus, würde sich Mare weh tun. Hallo? Warum hält er sich jetzt alles nicht fest? Stand nicht falsch? Muss ich hier stehen? Ach, man sieht sogar, hier tropft das doch runter. Ja, okay. Braucht doch kein 3DS, passt schon. Aha! Ach, blöder Gürtel da oben. Oder was auch was ist. Boing! Sehr gut. Nee, es gefällt mir. Es ist richtig nice. Jum. Oh. 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 Verstehe. Joschinski, komm mal her. Ich hätte ihn auch Joschinski nennen können. Merke ich mir fürs zweite Playthrough. Also, falls ich eins machen sollte. Keine Ahnung. Einfach nur so. So ein Challenge-Wand oder so. Es gibt ja diese Challenge-Orden. Womit du doppelten Schaden zum Beispiel nimmst oder sowas. Ach so, wir haben ja den Tipp bekommen, wir können Sachen jetzt wegstoßen. So kommt man auch an die Orden ran, die ja irgendwo an der Plattform hochgelegen stehen, glaube ich. Lüftschlüssel! Ist es nicht der, den wir brauchen? Aber kommt. Wir kommen hier sowieso nicht mehr raus, außer wir machen hier den Super Jump. Ich frage mich, ob Mario auf seinem Abenteuer den Schlüssel gefunden hätte in der Kiste. Wenn er jetzt in der Kiste nicht die Stiefel gewesen wäre. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Die wissen es wohl nicht. Die wissen nicht, mit wem sie sich hier anlegen. Die tun mir leid. Nein, tun sie eigentlich nicht. Sprung, Ultrasprung. Der Gegner wird einem Ultrasprung angegriffen. Okay, macht wahrscheinlich mehr Damage. Gehe ich mal von aus. Hä, hat mich eine Attacke hier? Ach ja, Donnerzorn. 5? Bisschen wenig.
Einen Moment. Geht. Doch die hinteren Gegner schädigt. Machen wir mal das. Das habe ich besser als. Ja, besser als der Erdbeben tatsächlich. Nice. Ja, du machst einfach den Donnerzorn, das passt schon. Aha, okay. Da war jemand sehr unartig. Nice. Ich brauche alles, ich brauche alles. KP-Schnürfer. Was auch immer es macht, egal, nimm mit. Egal, zwei Münzen liegen lassen, ist nicht so schlimm. Okay. Was soll's. Bin ich da? Ich war noch nie hier. Made it. Let's go. Da kommt direkt die nächsten Opfer. Ja, mir macht das doch nichts aus, wenn ich gegen euch kämpfen muss. Ja, es tut mir nur leid für euch. Ja. Andererseits. Ich will gar nicht kämpfen. Der braucht auch nicht. Reicht schon. So. Okay, also wir müssen einfach nur zurückrennen, glaube ich. Zurück zu dem Fahrstuhl, zu dem Lift. Wo war der? Der war ganz am Anfang, glaube ich. Ganz am Anfang von diesem Gebäude müsste der gewesen sein. Erstmal kurz abspeichern, ist klar. Ich mag diese Holztüren. Oh, da hält einen Minecraft-Fetcher-Pack von. Wow, Mario wollte sich auch schon freuen. Ja, wow, yippie. Okay. Hier war's, ne? Ja. Wir haben den Schlüssel. Ja, benutzt und drücken. Gut. Okay, Barbara. Da unten könnte deine Schwester auf dich warten. Wir müssen vorsichtig sein, ja? Okay. Mario, schau dir das an. Was zum... Wir sollten dieses Park verjagen und den Schalter suchen. Ja. Ja, verschwindet! Was seid ihr denn für Viecher? Ihr seid dreckig und ekelhaft! Verschwindet! Sucht euch einen anderen Keller, wo ihr bleiben könnt, ja? Verlogenes Gesindel! Verschwindet, sonst loche ich euch ein! Kapiert? Kommt da überhaupt mehr? Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob ich die langsam loswerde. Oh, doch, werde ich. Ehrlich gesagt wusste ich nicht mal, ob ich das überhaupt machen muss. Ich hab's einfach nur gemacht, weil ich es lustig fand, die zu verprügeln. Warte mal, die haben das einmal bewacht, das Ding? Hallo, jetzt. Wow. Oh. Oh. Nett. Bonk. Und nun geht die Brücke wieder geradeaus weiter. Schöner Hintergrund. Mit den Sonnenwellen. Und ja. Das war doch ziemlich einfach, aber was waren das für Gegner? Na gut, wenn sonst nichts ist. Solange der Fahrer jetzt nicht den Geist aufgibt. Alles gut. Dann können wir jetzt endlich weiterfahren. Richtung Bad Glimmerich. Ach ja, und... Den nehmen wir auch noch mit. Haha, tu mir nichts, P. Hat dein Partner 5 KP oder weniger? Gehen Angriffe eher daneben. Haben wir die nicht schon? Na egal. Ich bin Ordenssammler hier. Nein, ehrlich, es gibt wirklich... Moment, wo war das? Nicht hier? Ein Lexikon? Bin ich Karte. Ich glaube, im Lexikon war das, oder? Nee, sind alle Gegnertypen. Ach ja, hier ist auch direkt ein... Egal. Orden! Wieso fehlt mir da alle erste Orden? Na egal, jedenfalls... Das wäre etwas, was man machen könnte. Falls ihr darauf Lust habt, dass ich das hier vielleicht noch mache. Vielleicht in so einem Twitch-Stream oder so, farm ich nochmal alle Orden. Und soweit ich weiß, kann man die Gegner auch anders im Insekticon bekommen. Aber dazu dann später mehr. Weil ich weiß nicht, ob wir den Typen schon kennengelernt haben. So, lass ich es erstmal. Ja. Hauen wir ab, Kollege, oder? Vielen Dank! Endlich können wir abfahren! Es wird schon dunkel. Achtung an alle Fahrgäste! Einchecken bitte! Wir wünschen eine angenehme Weiterfahrt nach Bad Glimmerich. Ja, schnell einsteigen. Juhu! Oh, ich glaube, jetzt geht's hier weiter mit dem nächsten Mysterium im Zug, oder? Was? Marono. Vergessen?
Hey Bamba, ich bin's Marone, dein Kumpel aus der Arena. War dir das klar? Na, ich schätze, du kämpfst auch jetzt gegen diverse starke Gegner. Ich kämpfe immer noch in der zweiten Liga und ich denke, das wird auch so bleiben. Ist kein schlechtes Leben. War gut, dass du bei uns warst. Deine starken Kämpfe haben das alte Feuer in mir zum Lodern gebracht. Schätze, wir sehen uns bald mal wieder, vielleicht im Ring. Aber pass auf, bis zu diesem Tag werde ich noch viel stärker werden als jemals zuvor. Marone. Danke, Mann. Er denkt an uns. Schön. Hey, der Zug fährt ab, ne? Steig mal ein, du. Ja, wir schauen ein. Ja, bitte. Abfahrt! Hä? Der bleibt einfach hier? Okay, wir haben kurz die Captains gewechselt. Na gut, wir machen jetzt erstmal Pause, würde ich sagen. Und wir machen wohl auch eine Pause. Und dann geht's direkt beim nächsten Mal weiter bei dem Glimmerliner. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Wir möchten uns für die Verzögerung entschuldigen. Wir befinden uns nun auf dem Weg zu unserem Zielbahnhof Bad Limmerich. Sehr gut.